Jo Leute, guten Tag aus der Corona-Quarantänezeit. Ich sitze hier am Computer und schneide mal wieder Videos, wie schon die ganze Zeit, eigentlich wie so ein Marathon. Ich muss mal ganz fix noch eins exportieren. Und dann geht es heute in dem Video darum, ihr habt ja viele, viele Übungen von mir bekommen und Trainings und Anleitungen, aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie ihr das eigentlich trainieren sollt. Und das machen wir heute. Ja, ich habe ja in jedem Video schon gesagt, dass ich noch ein Video extra dazu mache. Ach ja, hier übrigens seht ihr ein Paket mit Dipstangen. So, ja, so Dipbarren-mäßig. Und dazu machen wir noch ein extra Workout oder zu Home Equipment und so weiter. Hier liegt noch eine Kurzhantel. Dazu gibt es auch noch ein extra Video. Aber heute oder jetzt quatschen wir darüber, wie ihr letztendlich am besten trainiert, um die Muskelmasse zu halten. Und das ist jetzt vielleicht nicht die ultimative, die beste Möglichkeit, die Muskelmasse zu halten oder wie ihr trainieren sollt, aber so mache ich das im Moment und ich blende euch mal hier ein Foto ein, wie es im Moment aussieht und das ist schon nicht schlecht. Also ich habe das Gefühl, es bringt auf jeden Fall etwas und deswegen möchte ich das gerne mit euch teilen. Ja, hier sitze ich lange Zeit immer. Um 15 Uhr habe ich nämlich festgestellt, hier scheint die Sonne rein. Wir haben jetzt aber noch nicht 15 Uhr, es dauert noch ein bisschen. Aber mein erster Tipp für euch ist, versucht jeden Tag nur eine Muskelgruppe zu trainieren und diese Muskelgruppe halt vollkommen ausreizen. Warum das Ganze? Weil ihr ja einen Reiz setzen müsst, der ja groß genug ist, um Muskel zu erhalten oder vielleicht sogar Muskulatur aufzubauen. Und das funktioniert natürlich am allerbesten, wenn wenn ihr jetzt wie ich nicht viel zu Hause habt, wenn ihr nur eine Muskelgruppe am Tag trainiert. Ja, wie sieht das Ganze dann aus? Eigentlich ganz simpel. Ihr trainiert wirklich, versucht so gut es geht, jeden Muskel aus jeder Richtung zu trainieren, so wie ich es euch in den Workouts, in den Übungsvideos gezeigt habe und den dann halt voll auszureizen. Also wirklich Gas geben, durchziehen, auch wenn es anstrengend ist und reizt diesen einen Muskel aus. In der Brust zum Beispiel schaffe ich es echt jedes Mal Muskelkater zu kriegen, obwohl ich halt nicht so trainieren kann wie sonst und nicht einfach ins Gym gehen kann. Oh. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr die Quarantänezeit verbringt. Also ich mache halt jetzt viel mehr online, aber ich muss schon sagen, mir geht es so langsam auf den Sack und es ist leider noch kein Ende in Sicht und finanziell ist halt auch für viele, viele Leute richtig scheiße, für mich persönlich auch. Aber naja, zurück zum Thema. Was könnt ihr sonst machen? Natürlich ist es noch extrem wichtig, dass ihr auf jeden Fall genug Proteine isst oder allgemein genug isst. Wenn ihr jetzt nämlich noch eine Diät anfangt, dann habt ihr auf jeden Fall Probleme, weil dann könnt ihr die Muskulatur sehr wahrscheinlich nicht halten. Wer natürlich zu Hause ein Home Gym hat, der hat gar keine Sorgen, aber an alle, die kein Home Gym haben, die ein bisschen alternativ trainieren müssen, macht jetzt keine Diät, versucht die Kalorien oben zu halten und genug Proteine zu essen und ich trainiere im Moment 7 Tage die Woche und mache halt jeden Tag was. Ihr könnt, wenn ihr Zeit habt, auch 2-mal am Tag trainieren, ne? Also da gibt es eigentlich ja keine Grenzen, wenn ihr nicht richtig dick werden wollt oder wenn ihr merkt, der Tagesumsatz ist halt nicht so hoch wie sonst, weil ihr euch viel weniger bewegt, habt ihr jetzt die Möglichkeit, nochmal Cardio oder so zwischendrin reinzuschieben. Das werde ich jetzt auch ab nächste Woche, denke ich mal, machen, weil ich habe das Gefühl, ich nehme ein bisschen zu. Das würde ich euch raten. Ja, sonst könnt ihr natürlich jede Menge Schritte sammeln und hin und her laufen in der Wohnung. Putzen soll ja auch unglaublich viel Kalorien verbrennen. Aber wer hat darauf dann schon Bock, ne? Ja, Leute, ich werde mich jetzt weiter an den Schreibtisch setzen. Wenn ihr Fragen zu diesem Training habt, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare oder wenn ihr Fragen habt, wie soll ich mich ernähren, wie soll ich dies oder das, haut einfach in die Kommentare. Außerdem habe ich eine Bitte an euch. Abonniert den Kanal, super viele, 63% glaube ich, die Videos schauen, haben nicht abonniert.
Macht euch die Mühe, kurz einen Account zu erstellen, zu abonnieren. Ich würde unglaublich gerne live streamen jetzt in der Zeit. Und dafür brauche ich einfach 1000 Abos. Ja. Wäre cool, wenn ihr mich unterstützt. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich freue mich auf eure Kommentare, eure Fragen, dass wir mehr interagieren können jetzt in der Zeit. Und ja, bleibt gesund.